Na, hallo und herzlich willkommen, Freunde der gepflegten Unterhaltung. Na, da schau mal einer an, was der Weihnachtsmann da so gebracht hat. Wobei Weihnachten ist ja eigentlich schon lange vorbei. Aber was ihr hier seht, ist mein neues Gehäuse. Juhu, hurra! Denn das hier ist das. Kann man sehen? Ja, ist zwar verkehrt herum, aber egal. Das InWin 303 oder 303 oder wie auch immer. Das Gehäuse wird meinen geliebten Cooler Master Silencio 650, 52 ersetzen. Und warum ausgerechnet das Teil hier? Naja, erstens, weil es cool aussieht, ganz einfach. Zweitens, weil es bezahlbar sein sollte. Und drittens, weil es ein Seitenteil aus Glas haben sollte, damit man die Hardware auch sieht. Denn das Ding steht prominent mitten in meinem Büro. Ja, wenn ich das Ding ausgepackt habe und wenn das Teil hoffentlich halbwegs unbeschädigt geblieben ist, denn das hier ist passiert, als ich versucht habe, den Tragegriff anzufassen. Naja, gut. Hoffen wir das Beste. Und so sieht das Ganze jetzt aus. Ich habe das Ganze mal geöffnet und erst dachte ich, da ich muss das Teil hier komplett herausheben. Nein, diese Styropor-Dinge kann man glücklicherweise einzeln rausnehmen. Das ist ein sehr, sehr guter Schachzug in Wien. Sehr, sehr gute Verpackung an der Seite. Ihr seht schon, hier ist der Stoff, der von der Glattheit. Glattigkeit, wie auch immer, würde ich sagen, dass das hier das Tempered Glass Panel ist, das hoffentlich unbeschädigt geblieben ist. Naja, ist vorher schauen wir uns natürlich noch das hier an, denn das hier ist das Zubehör. Was haben wir denn hier? Oh, das ist cool. Das Ding kommt in so eine, ja, in so einer sich selbst verschweißenden Tüte daher. Das ist schon mal ganz cool. Ich packe das Ganze mal für euch aus. So, wir haben hier lauter Tütchen, die nicht wieder verschließbar sind, glaube ich. Doch, die sind wieder verschließbar. Cool. Ups. Dann haben wir hier einmal irgendwelche Schrauben. Irgendwelche großen Schrauben sind nicht die Abstandshalter. Gute Frage, wofür die sind. Wir haben hier eine Grafikkartenstütze. Oder sind sogar zwei? Ist gleich nur eine. Ich glaube, das müsste die Stütze sein. Dann haben wir hier etwas, was eher nach Mainboard-Schraube aussieht. Hier sind die Abstandshalter und die Mainboard-Schrauben. Wissen wir das auch schon mal? Was waren denn die anderen Schrauben zur Hölle? Wofür sind die alle? Oder sind die für die Seiten? Teile, keine Ahnung. Man bekommt auch einen Arsch voll an Kabelbindern. Das ist schon mal sehr, sehr cool. Also, keine Ahnung, wie viel sind es? So 10, 15. Sehr, sehr praktisch fürs Kabelmanagement. Noch mehr Schrauben. Ah, das könnten hier die Festplattenschrauben sein, von der Größe her. Und hier haben wir schließlich noch Ringe. Ich dachte zuerst, das sind so dämpfende Gummiringe für die Festplatten. Aber für solche Fälle haben wir ja eine Bedienungsanleitung und da steht ja alles drin, auch schön, alles in Farbe, alles bebildert. Ne? Wer kann das hier übersetzen? Das ganze wunderschöne Chinesische hier. Und ja, ich würde sagen, wir tun die ganzen Tütchen hier mal beiseite. Wie gesagt, das gefällt mir echt gut, dass das alles auch wieder verschließbare Tüten sind, wenn ich das richtig sehe. Und der große Moment. Kriege ich das so überhaupt raus? Aha, man sieht schon mal, das hier sind auf jeden Fall die Standfüße und hier ist auf jeden Fall mal das Panel. Ich glaube, das Ding muss ich aber trotzdem rausheben vorher. Na gut, wir sehen uns gleich. So, das gute Stück ist endlich aus seinem Korsett befreit und wir ziehen das Ganze mal nach oben weg. Mal schauen, ob das hier irgendwo hängt. Natürlich hängt es irgendwo. Es muss immer irgendwo hängen. Ah, wuhu. Sehr schön. Und da ist das gute Stück. Das InWin 303 mit seinem wunderschönen Tempered Glass Side Panel. Was mit die Sache war, die ich unbedingt haben wollte.
So, dann ich schiebe das mal ein bisschen. Hier könnt ihr das gute Ding, ich mache es mal so, das ist zwar irgendwie scheiße für euch, aber egal. Nee, machen wir es so. Hier haben wir das I.O. Panel, das InWin Logo, hier oben der Power Button, darunter der Reset Button, schön klein. Kann man das sehen? Ja doch, das kann man sehen. InWin Logo, zweimal USB 2.0, Front, Mikrofon und Headset eben und zweimal USB 3.0. Ansonsten eine schön schlichte Front, wie man hier sieht. Klingelingeling, nee. Das Ding ist aus solidem Stahl gefertigt, das ist ein Teil und das hat keine Lüftungsschlitze, auch nicht hier unten, falls ihr das vermutet. Nein, das Gehäuse hat ein anderes Kühlkonzept als die meisten Gehäuse, denn tatsächlich ist es so, dass die Luft hier unten angesaugt wird und dann nach oben geht und da oben, wenn ich das Panel hier öffne, werdet ihr es gleich sehen, hier oben ist diese Leiste, man kann es hier erkennen, und die Lüfter blasen die warme Luft quasi nach hinten raus. Also das Kühlkonzept ist unten frische Luft, nach oben direkt hier zum Mainboard-Bereich, hier nach oben und hier raus, anstatt von vorne nach hinten. Obwohl hier ein Lüfter drin ist, aber der hat meiner Meinung nach nicht viel zu melden und der wird wahrscheinlich da oben raufkommen. Mal schauen. Ich gehe jetzt nochmal um das Ding herum, damit ihr auch mal die Rückseite seht. Denn die ist auch ein bisschen anders als sonst. Hier ist zwar ein 120 oder ist das gar ein 140er Lüfter vormontiert. Kann man die Marke erkennen? Jetzt nicht so wirklich leider. Aber man sieht schon, normalerweise bei den heutigen Gehäusen ist das Netzteil immer da unten. Dann kommt der Mainboard-Bereich, dann kommt hier irgendwo dann der Lüfterbereich, hier das Mainboard. Nein, hier ist das Netzteil hier oben, wie gesagt in dieser Kammer, in dieser eigenen. Hier sind die Lüfterschlitze, durch die die Luft nach hinten abgeführt wird. Also durch diese Schlitze, durch diese Wabenstruktur geht die Luft nach hinten weg. Und diese Seitenteile sind, naja, kann man leider nicht mit der Hand aufdrehen, das erste Mal, sind aber Rändelschrauben, wie man hier schon sieht. Ich sehe auch gerne nenne die Daumenschrauben und die bleiben auch dran. Das sind Captive Thumb Screws, wie es ja schon so schön heißt. Auf jeden Fall, hier ist das Netzteil, hier ist das Mainboard und hier unten sind die ganzen, ach die klingeln hier so. Und hier unten kommt eben das I.O.-Panel, meistens eure Grafikkarte oder eure anderen Hardware. So, einmal hier drauf drücken. Wie funktioniert das denn? Ich bin noch neu hier. So, ich habe es jetzt geschafft. Es war wirklich, es hat nur ein bisschen gehakt, aber es war relativ mit zwei Händen easy zu machen. Das Panel bleibt allerdings nicht hier irgendwie hängen, das müsst ihr wirklich festhalten. Also es wird einfach da reingesteckt und dann nach oben geschoben und rastet dann eben hier oben ein. Ist ein sehr, sehr einfacher Mechanismus. Mir viel lieber als diese vier Schrauben, die bei den meisten anderen Gehäusen drin sind. Da ist mir so ein Schnappmechanismus echt sehr viel lieber. So, wie gesagt, ich habe das jetzt ein bisschen umgelegt, damit ihr hier mal ein bisschen was seht. Hier unten zum Beispiel der Staubfilter, der glaube ich nach vorne oder nach hinten herausgezogen werden kann. Bin ich mir gerade nicht sicher. Oh ne, einfach so. Ist zwar ein bisschen grobmaschig, aber da das hier ja die Hauptlüftungszufuhr ist, ist hier ein Staubfilter echt unerlässlich. Da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Wie gesagt, die warme Luft wird hier unten eingesaugt und die Kamera spinnt gerade komplett. Genau, die Luft wird hier eingesaugt. Und hier oben ist Platz für einen 120er oder einen 240er Radiator beziehungsweise 320er Lüfter, wenn ich jetzt nicht falsch liege, aber ich meine, dass man hier zwar theoretisch einen 360er Radiator von der Länge her verbauen könnte, es aber nicht möglich ist, weil hier ja das Netzteil verbaut ist. Das heißt, wie willst du das Ding hier festschrauben? Ich meine, das wäre hier das Problem mit dem Gehäuse. Da ich aber noch nicht weiß, ob ich eine Wasserkühlung hier verbaue, war das jetzt noch nicht so entscheidend. Hier ist der mitgelieferte 120er Lüfter.
Keine Ahnung, wie gut der ist, aber mal schauen. Hier unten das I/O-Panel. Leider keine Rändelschrauben, sondern hier Werkzeugschrauben. Und die Dinger sind, ihr hört, die Dinger sind echt nicht so stabil verbaut. Ein bisschen eine Enttäuschung, aber gut. Das Gehäuse ist jetzt auch nicht ultra teuer. Man muss immer bedenken, dass das teuerste hier immerhin das Glaspanel ist. Never mind. Wir haben hier die ganzen Frontpanel-Anschlüsse, hier USB 3.0, Front Audio und I/O. Aber das ist schon ganz cool gemacht. Hier diese Power-Konnektoren, also für den Power-Button etc. Das ist alles mit so einem schwarzen Flachbandkabel zusammengefasst. Das finde ich irgendwie sehr, sehr nice. So sieht das nicht ganz so flimsig aus. Man sieht hier, man hat ja auch schon alle möglichen Varianten, um hier die Kabel zu verlegen. Hier ist der große Ausschnitt für die Backplate des Mainboards. Man hat ja auch echt genug Platz. Also hier, wie gesagt, hier ist ja, sind die Abstandshalter fürs Mainboard. Man hat hier echt sau viel Platz. Also ich sage jetzt mal so 2 Finger breit Platz, um die Kabel hinter dem Mainboard zu verlegen. Zusätzlich ist es ja, wie gesagt, so, das Netzteil ist ja hier. Das ist ja nicht unten, sondern es ist hier oben. Das heißt, ihr solltet mit der Länge eigentlich keine Probleme haben. Hier ist auch so ein Ausschnitt, wo man die Kabel nach unten verlegen kann. Hier ist noch ein Ausschnitt. Ich habe gerade geschaut, ob die Kanten schön abgeschliffen sind, aber sind sie. Ist alles schön rund. Was haben wir hier? Ja, hier oben ist eben, wie man hier sieht, der Power-Button. Sieht man hier oben schön. Hier haben wir Halterungen für SSDs. Auch ganz schön, auch toolless, muss man halt einmal mit Werkzeug loslösen. Hier haben wir einmal Platz für eine 2,5 Zoll Platte, nochmal Platz für eine 2,5 Zoll Platte. Und auf der Rückseite ist dann Platz für 3,5 Zoll Platten. Das ist auch der Grund, warum hier so viel Platz ist. Hier, ich glaube, hier war es. Ja genau, hier, das müssten die Schienen für die Platten sein. Hier und hier, direkt dahinter, sind die Schienen für die 3,5 Zoll Platten. Also man kann 2 2,5 Zoll und 2 3,5 Zoll Platten hier unterbringen, was auch somit mein Plan ist. Wir haben hier unten eigentlich nichts weiter, was zu beachten wäre. Wie gesagt, die Frontplatte hier ist ein solides Stück, da kriegt ihr keinen Airflow drüber. Hier ist auch gar kein Platz, um eine Platte festzumachen. Was das hier ist, weiß ich gerade nicht. Das gehört hier. Ah, das ist für Kabel, für die SATA-Kabel. Das ist auch ganz cool. Also die SATA-Kabel können hier direkt verlegt werden. Wieso SATA-Kabel eigentlich? Warum sollte man hier SATA-Kabel runter verlegen? Die kommen ja eigentlich von hier. Egal, man. Das ist, vermutlich ist es ein Kabelkanal. Hier unten kann man die Grafikkartenstütze festmachen. Was eine recht praktische Funktion ist, wie ich finde. Und was gibt es denn noch? Und man kann hier sogar EATX-Boards unterbringen, was ich beachtlich finde. Also nicht wirklich EATX, sondern es hat eine eigene Bezeichnung. EATX ist ja noch größer, glaube ich. Aber never mind, das ist ein sehr, sehr hübsches Gehäuse. Und wie gesagt, das Coole hier ist halt, man kann hier wirklich 3 Lüfter festmachen. Und die sieht man dann halt tatsächlich auch. Also wenn du hier zum Beispiel 3 LED-Lüfter verbaust, dann sieht das garantiert sehr, sehr nice aus mit dem Panel hier. Ansonsten gibt es hier eigentlich nicht viel. Ich zeige euch jetzt aber trotzdem noch, weil ich ein netter Kerl bin, zeige ich euch auch noch die Rückseite von dem Ding. Also ja, bis gleich. Und so sieht das Ganze schließlich von hinten aus. Hier ist der Kanal, in dem sich hier das Netzteil befindet. Das wird ungefähr bis hier gehen. Hier ist eben der Ausschnitt, wo man die Kabel eben nach unten verlegen kann. Hier seht ihr schön die Rückseite mit dieser Lüftungsgitter. Das ganze Gehäuse ist auch recht stabil. Also das ist alles relativ dicker Stahl. Das kann man jetzt nicht easy verbiegen oder so. Das Einzige, was halt wirklich ein bisschen flimsig ist, sind hier diese I/O-Blenden. Aber naja, ein Teil von denen wird ja ausgetauscht. Hier seht ihr nochmal die Kabel. Hier ist mir zum Beispiel aufgefallen, ist ein SATA-Stromstecker. Wofür ist der, habe ich mir gedacht. Richtig, der ist für die Beleuchtung des InWin-Logos. Das leuchtet eben blau. Und wenn man dieses Ding eben nicht anschließt, dann leuchtet es nicht. Und das ist genau das, was ich mag. Optionen. So, hier ist einer der beiden
3,5 Zoll Laufwerksträge, eben auch für 2,5 Zoll laut den Bohrungen, nehme ich jetzt mal an. Und ich habe einen mal rausgeschraubt, damit ihr hier auch seht, dass auch hier die Schrauben hängen bleiben. Die Dinger werden dann einfach hier so reingeschoben und vorne angeschraubt. Und die sind auch recht massiv. Leider keinerlei Entkopplung hier. Um die muss man sich selber kümmern, ansonsten ist das Metall auf Metallkontakt und das ist bei Festplatten halt nicht so ideal. Aber wer weiß, vielleicht sind diese komischen Ringe, die hier dabei waren, auch tatsächlich genau dafür gedacht, die ich hier eben, damit das eben keinen Metallkontakt hat. Bin ich mir nicht sicher. Aber das, ja, das war's mit dem InWin 303 oder 303 oder 303, meinem zukünftigen Gehäuse. Ihr dürft euch auf noch ein paar Unboxings freuen. Immerhin wird hier ein großteils neues System entstehen. Und ja, mein Name ist der Raskala. Bis zum nächsten Video. Tschüss, arrivederci und good bye.